Eisenproduktion. Hier hinten kommt nichts an. Wir haben wieder irgendwo zu wenig. Ja, also müssen Eisen, Roherz definitiv auch mit in das System packen. Und dann werden die Dinger direkt befüllt von den Robotern. Und die letzten Science Packs da rein. Also gut, ich habe innerlich abgeschlossen mit der Powerrüstung in den nächsten 3, 4, 5 Folgen. Das heißt, wir schalten die blauen Chips wieder aus, weil ich mehr rote Chips brauche für mehr Robopods. Hoch, hoch, hoch. Da. Du. Gib mir alles, was du hast und dann hör auf zu arbeiten. Okay. Was fehlt jetzt? 45 rote Chips pro Roboport. Ach du Kacke. Das ist einfach nur... Was war das? Einfach nur garstig. Und bei... Ah ja, ihr seid jetzt fertig. Okay. Power Armor MK2. Brauch, um zu bauen. 200 blaue Chips, 50 Artefakte. Das Ding war das, ja. Vor allem auch 5 Speed-Module, MK3 und schieß mich tot. Das ist nix für uns. Portable Fusion Reaktor. Brauch 100 blaue Chips. 20 blaue Chips. Auch... Das wäre machbar. Verbraucht aber mehr Energie. Mehr Slots für uns, mehr Geschwindigkeit. 250 Alien-Artefakte. Explosive Rocket. Rocket Damage. Combat Robots. Glaube ich erforsche lieber die Dinger hier. Also die Effektivitätsmodule. Hoffentlich. Alles braucht blaue Chips. Basic Electric Discharge Defense Remote. Auch blaue Chips und 10 Lasertürme. Krass. Personal Laser Defense. Muss erforsche ich mal. Also wirklich viele tolle Sachen sehe ich gerade nicht. Jedenfalls nichts, was einigermaßen günstig ist. Und wir stehen gerade total auf günstig. Ja. Was haben wir da? Alerts. One Objects are missing repair packs. Oh, okay. Hier wären theoretisch welche zum Abholen. Warum nimmst du mir nicht da welche? Ach so, das ist nicht im... Die Mauer ist nicht abgedeckt? Doch, ist sie. Jetzt muss ich selber eine Mauer reparieren. Das ist ja auch... So. Gut, wir haben einen Roboport dabei, richtig? Richtig. Den können wir schon mal taktisch setzen. Roboport da. Der muss hier mit ran. Bis hier geht. Okay. Ah, und es ist Nacht geworden. Ich glaube, ich setze ihn aber eher hier hin. Dann hat er die Mauer noch mit drin. Jedenfalls die linke Mauer. Linke äußere Mauer. So. Warum kann ich da nicht setzen? Wegen doofen Baum. So. Bam. Oh, warte, da müsste eigentlich ein Strommast hin. Lalala. So. So, weil das hier ist die eigentliche Mauer. Das ist eine falsche Mauer. Ja, passt. Okay. Dann noch ein hier hin und dann ein weiter da unten. Also es wird ganz knapp nicht aufgehen. Mit nur noch einem. Wir brauchen hier noch einen zweiten. Also wir brauchen 90 rote Chips. Oh. Die holen gerade die... Ah, ist eine aktive Kiste. Nein, aus. Pfui, pfui. Du bist eine passive Kiste. Hier werden bitte schön nur Mauern rausgeholt, wenn ich Mauern im Inventar brauche. Was eigentlich immer sein sollte, aber was ich doch recht häufig vernachlässige. Deswegen, wo wir gerade hier in der Ecke sind, baue ich eine kleine... Oh, ich brauche eine Spitzhacke. So. Deswegen, wo wir gerade hier in der Ecke sind, baue ich mal ein klein bisschen Mauer auf.
So. Sehr schön. Was? So. Hier ist gesichert. Mhm. Hier könnte noch so ein... Ugh. Lass ihn mal kurz rein. Das war eine vollkommen doofe alte Leitung noch. So. Sehr schön. Da brauchen wir noch mehr Türme. Die Dinger hier können ganz wirklich, die produzieren gar nichts mehr. Ach, Tag. Dann setzen wir einfach die hier hin und dahin. Und Strom. Du musst da leider weg. Und so. Also Kupfer kommt auch wieder mehr rein, auch wenn wir es nicht so wirklich brauchen. Aber dann wird es halt eingelagert. Mauern. Ja, das ging schnell. Dann bau doch bitte Lab Efficiency. Schneller forschen ist immer gut. Eigentlich wollte ich die Außenmauern machen. Ah, hier ist die Außenmauer. Also die zukünftige Außenmauer. Wow. So. Ganz viele Mauern verbrauchen, damit die Roboter was zu tun haben. Also mit dem Beliefern von mir, mit Mauern teilen und so. Wie viel zum Geier habe ich im Inventar gehabt? Ja, ab hier wird es ein bisschen unübersichtlich. So. Inventar, sagst du? 23 haben wir noch. Achso, sehe ich auch im Cursor. Also gut, damit dürfte ich erstmal 10 Folgen lang kein schlechtes Gewissen haben müssen wegen Mauern setzen. Das wollte ich ja eigentlich immer so ein bisschen machen, habe ich gnadenlos vernachlässigt. So. Und es ist immer noch sehr komisch, dass wir keine Angriffe mehr haben. Also ja, wir haben jetzt schon zurückgebissen. Vielleicht verunsichert das die Beißer ein bisschen. Aber als es noch nicht so sicher war mit den Türmen... Also noch keine Lasertürme hatten, da hatten sie öfters angegriffen. Sind sogar richtig in die Basis eingedrungen und alles, aber jetzt? Achso, das können wir noch alles abreißen hier. 56 rote Chips. Sehr schön. Was man so alles findet. Ganz viel Schwefel. Und tierisch viele andere Sachen, die man noch benutzen kann. Ja, sehr schön. Das kommt gleich hier rein. Schwefel kommt rein. Ihr kommt rein, ihr kommt rein, ihr kommt rein. Rote Chips auf keinen Fall. Da brauchen wir jetzt die Roboports. Wir brauchen noch 12 rote Chips. Dann können wir den zweiten Roboport bauen und dann können wir unten die Ölgeschichte anschließen. Also woran hapert's? Grüne Chips. Werden hergestellt so schnell es geht, aber wir haben nicht genug Eisen. Ich mach mal Requester Chest, Passive Provider Chest. Ich schließe mal das zweite Ding hier schon mal an. Brauchen wir die echt alle drei? Keine Ahnung. Also ich schließe hier schon mal alles an für die nächste Fabrik. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir das alles ausreizen können. Aber wir brauchen einfach mehr grüne Chips. Geht nicht anders. So, du Requester Chest. Da und da. Und eine Passive Provider Chest da. Grüne Ärmchen. Raus, rein, rein. Und wir brauchen Kupferkabel und Eisenplatten. Du hättest gerne, wie 100.000 andere Requester Chests auch, Eisenplatten. Und du hättest gerne Kupferdraht. Und da ich davon ausgehe, dass das eh nicht... Da fliegen sie los. Da ich davon ausgehe, dass es eh nicht durchgehend benutzt wird, baue ich auch erstmal nur einen Requester Chest hin. Gucken wir mal. Ja, Eisenplatten. Und Leerlauf.
Leerlauf. Leerlauf. Leerlauf. Und yay. Arbeit. Ja, okay, es kommt doch regelmäßiger. Also sehr schön. Damit dürften wir jetzt ein paar mehr grüne Chips haben und dadurch ein paar mehr rote Chips. Und dann haut das auch hin. Sehr gut. Plastik ist vorhanden. Auch wenn wir da momentan so einen kleinen Engpass haben müssten, weil wir kein Petroleumgas mehr haben. Aber okay. Roboport, fehlen immer noch die roten Chips. Okay. So, es ist Nacht. Also ich laufe jetzt wieder mal nach oben zu dem Konstrukt, wo die blauen Chips hergestellt werden sollten, aber nicht werden. Schnappen da die roten Chips, bauen den zweiten Roboport, Dackel nach unten. So, Dackel nach unten und schließt die unteren Öldinger an. Und während ich nach unten laufe, gucke ich gleich mal auf der Karte, wo die anderen Ölvorkommen waren. Und dann erschließen wir die einfach. Dafür bräuchten wir Pumpjacks. Dafür bräuchten wir Assembling Machines, ja. Und Passive Provider Chests. Ein paar. Oh, ich bin schon dort vorbeigelaufen. Hier irgendwo. Laut Minimap. Da. 1, 2, 3 Ölvorkommen. Das ist ja gar nicht weg. So. Du kannst auch weg. Pumpjack. Oh, Forschung fertig. Dann nimm gleich mal das andere Forschungsding. Solange wir keine lila Tränke verbrauchen, ist alles gut. Glaube ich. So, Pumpjack. Habe ich doch drei in Auftrag gegeben. Wo sind die gelandet? Da. Pumpjack. Noch da. Noch da. Wir brauchen wieder Rohre. Jo. Bringt bitte Rohre da lang. Und ein Pumpjack fehlt noch. Haben wir dafür alles? Nee, was? Ah, jetzt. Ah, danke, Roboter. Das ist echt super praktisch. Kann man nicht sagen. Absolut nichts. Vor allem darf man auch nichts sagen. Pumpjack. Ach, du brauchst so lange. Okay. Also das wird alles hierher gebracht. Dann wird das angeschlossen an eine Assembling Machine, die keinen Strom hat. So. Du produzierst bitte gefüllte Crude Oil Barrels. Und hast dann einen Gang oben. Hast ganz viel Öl. Okay. Dann brauchst du ein Requester Chest. Warum haben wir keine Requester Chests? Ah, da. Okay. Request. Oh, warte. Bevor wir das aufbauen, sollten wir gucken, ob das alles hinhaut mit dir. Nee. Die muss weg. Erst Lichter hinbauen, dann weiter Rohre bauen, dann die Fabrik bauen. So, du produzierst bitte Öl. Barrels. So. Dafür bekommst du Strom. Du bekommst leere Fässer und du gibst uns volle Fässer. Ärmchen brauche ich noch. Oh, ich habe, ah doch, da, blaue Ärmchen. Du nimmst, du gibst und du hättest gerne leere Fässer. 100 Stück. Oh, Mist. Die Fabrik muss eigentlich noch weiter nach unten, weil ich eigentlich ganz gerne noch einen Tank dazwischen hätte. Damit sich das nicht staut. Das heißt, ich muss den Tank jetzt irgendwo anders hinbauen. Sagen wir mal. Was? Okay, sagen wir mal hier. Sieht jetzt etwas komisch gleich aus, aber na gut. Das heißt, du füllst das Ding da. Und wenn du voll bist, dann gehst du wieder runter und versuchst das da zu füllen. Okay. Und es kommen keine Roboter angeflogen, weil das nicht im orangenen Bereich ist. Das ist verständlich. Dann nehmen wir jetzt unseren ersten Roboport. Und bauen ihn da in die Pampa. Die Türme, das sind alle falsch.
kein Problem zurzeit. Weg mit dir. So, da ist doch gut. Und dann bauen wir jetzt noch einen Roboport hier unten hin. Damit das auf jeden Fall abgedeckt ist. So, die brauchen alle noch Strom. Das ist okay. Strom, Strom. Wenn sie irgendwann einführen, dass Strommasten selber auch Energie verbrauchen durch ihr bloßes Dasein, wie es in Wirklichkeit ja auch ist, ist ja ein Widerstand, also, ne? Dann haben wir echt ein Problem, glaube ich, weil wir haben überall einfach Strommasten geklatscht, um das ganze Muster voll zu bekommen. So, aber ich sehe noch keine Kolonnen, die hier Fässer vorbeibringen. Die bringen wahrscheinlich die Fässer erst alle nach oben. Guck mal. Ja, da kommen sie. Ja, sehr schön. Und die Vollen werden gleich nach oben gebracht, da werden sie entleert und ja, ja, genau so muss es laufen. Schöne Sache das. Also das Plastikproblem, was eventuell gar nicht wirklich durchgehend bestand, aber was bald gekommen wäre, haben wir jetzt auch im Griff bekommen. Und auch alles andere, was vom Rohöl abhängig ist. Strom sieht gut aus. Auch wenn wir immer mehr Akkus und mehr Solarzellen haben können. Vor allem Solarzellen jetzt, weil Akkus haben wir doch ein paar gesetzt inzwischen. Das heißt, wir können jetzt wieder auf blaue Chips umstellen. Nee, ich sehe gerade ein Problem. Wir haben keine hellblauen Tränke mehr. Was fehlt denn da? Was fehlt da? Achso, gar nichts. Sie werden nur sehr langsam produziert. Achso, das ist okay. Die hatten sich bisher immer gestaut, aber jetzt im Ernstfall, wo wir wirklich durchgehen, forschen, gehen die wohl doch recht schnell weg. Oder sie funktionieren einfach nicht. Warum funktionierst du nicht? Was fehlt dir? Oh, keine grünen Ärmchen. Was, wie, wo? Grüne Chips, hier kriegst du ein paar. Du hast Eisenplatten, du hast andere Ärmchen. Ne, die echt nur an den grünen Chips mal wieder. Dabei habe ich doch hier extra schon das zweite Ding reingebaut. Und es ist Nacht. Ja, gut. Machen wir erstmal Schluss. Wie viele Roboter haben wir jetzt noch aktiv? Ja, das sind mehr aktive Roboter. Aber trotzdem haben wir immer noch 90 Roboter, die nichts zu tun haben. Das heißt, wir werden in den nächsten Folgen anfangen, Roherz mit ins System reinzunehmen. Das ist wirklich einfach überall, wo noch Erz bei uns auf der, im inneren Gebiet ist, setzen wir die Mining Drills hin und die befüttern direkt eine Passive Provider Chest. Von mir aus sogar eine Active Provider Chest? Weiß ich gerade nicht. Lieber erstmal eine Passive. Das heißt, hier kommen gleich zwei von den Mining Drills hin. Da oben kommen mal eben 10, 12 von den Mining Drills hin. Jeder mit einer passiven Kiste. Und dann müsste das abgehen mit der Erzversorgung. Dann werden wir mit den Schmelzen nicht hinterherkommen. Und dann wahrscheinlich wieder ein Energieproblem bekommen. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Also bis gleich.